Davon sind Leute. Freund oder Feind ist die Frage. Halt! Ich halte einen Schritt weiter! Sie. Dann frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. Keine Valuta in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Subtil. Ja, nicht mal wie er aussieht. Das magst du was. Solche Pfeile habe ich schon öfter gesehen. Vielleicht sind es Wegweiser. Hier suche ich. Wenn wir uns aufteilen, finden wir ihn schneller. Klingt wie ein Kind.
Keine Sorge. Ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Dann auf zur Kirche. Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Ja! Du bist spät. Mach Platz. Wer bist du denn? Clive! Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valuta haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei. Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Dreimal darfst du raten, wo der hin will. Clive, ihm nach. Doch wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich früher oder später zeigen. Sehr gut. Und die Träger? Sie sind bereits auf dem Weg nach Caen-Norvan. Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Alles unter Kontrolle. Sie werden nicht zu Schaden kommen. Ihr habt mein Wort. Meine Herren, zum Wohl! Stoßen wir an. Danke. Trinken wir auf die Herren des Winds und den König. Oh, den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedicta, Kaiserliche!
Und statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Na, wen haben wir denn hier? Ein kaiserlicher Träger. Gut, hatte schon Langeweile. Set.
gar nicht mal so schlecht für einen Träger. Clive! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sag, Sidolphus, sei ehrlich. Warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage, Herr Kommandant. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du dann hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedikta! Wir haben den Dominus gefasst! Ach, nie hat man seine Ruhe. Und weg ist sie. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht... Überlassen wir das unserem Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. O treibe die Kund von Prinz Dion ins Land, hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand und tausende Feinde sind rasch übermannt. Er fährt aus dem Himmel und spaltet die Erd. Sein Speer hat den Sturm sich vor jedem zu, Clive. Verwehrt. Und wenn noch Rache wird ihn nicht zurückbringen. Niemals. Neigt. Sein Name wird hallen. 13 Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht.
eine Handvoll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen, doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt. Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Lord Margrave, nicht! Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu ihnen, ja? Clive. Hm? Wach auf, Gav ist da. Eine der Festungen des Kaiserreichs. Nur offensichtlich nicht fest genug für die Valuta. Sie haben die Träger dort eingelocht. Kein Zweifel. Benedicta wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein. Und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Gute Frage, Gav. Du wartest vor dem Care und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gav. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Jetzt, wo das geklärt ist, will ich dir jemand vorstellen. Um die Zeit? Ihm gehört die Taverne. Wenn er gute Laune hat, lässt er uns über Nacht bleiben. Quinten, mein Bester. Wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den hier? Die Geschichte glaubst du mir eh nicht.
Winton hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach, wirklich? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus? Nein. Einen Dominus habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebrandmarkt wurdest. Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Mögen die Mütter dich segnen. Auch wenn wir in Sanbreck sind, hier in Kielbrück, ist sein Wort Gesetz. Und wieso? Das willst du erstmal nicht wissen. Glaub mir, jeder Mensch in Kielbrück weiß, was das Siegel bedeutet. Und was passiert, wenn man nicht spurt. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen. Oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Mal sehen, ob das Siegel wirklich was bringt. Da etwa einen Gehängten? Quinton muss dich für was Besonderes halten. Aber du hast ja auch schon geholfen. Und diese Mistkerle erledigt. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich jetzt unterwegs nach Ashra. Wie die anderen. Die armen Schweine. Bei den anderen war da ein Dominus dabei. Ein Dominus des Feuers. Einer von ihnen, ja. Zumindest haben das die Valuta geglaubt. War ein ziemlich schmächtiger Kerl, sah mit seiner langen Robe fast aus wie ein grigorischer Mönch. Weißt du sonst noch irgendwas über ihn? Nur, dass er nicht alleine war. Eine junge Frau folgte ihm wie sein Schatten. Auch in der Kirche. Aber die Valuta haben die beiden weggebracht, bevor ihr gekommen seid. Verstehe. Danke. Seine Kapuze hat niemand von uns den Kerl gesehen. Oh. Hat Quinton dich etwa unter die Fittiche genommen? Und ich dachte, du wärst Sids neuer Schützling. Quasi Gavs Nachfolger. Da fällt mir ein, wenn du ihn siehst, dann dank ihm bitte. Von uns allen. Und? Wie kann ich dir helfen? Ich suche nach einem Dominus des Feuers. Gav denkt, er könnte hier untergetaucht sein. Bei uns kommen eine Menge Träger an. Aber an einen mit Feuerkräften erinnere ich mich, ja. Ob das ein Dominus war oder nicht, das weiß ich nicht.
würde aber erklären, warum die Valuta hinter ihm her waren. Kannst du ihn beschreiben? Ich habe ihn nicht gesehen. Einer der anderen Träger vielleicht schon. Danke. Ob Sid mehr herausgefunden hat? Bei dem düsteren Blick ahne ich nichts Gutes. Gut. Ein dubioser Mann in der Robe und seine mysteriöse Begleiterin. Viel ist das nicht. Doch. Doch. Ich habe nachgedacht. Wenn das wirklich ein Dominus ist, warum fackelt er die Valuta dann nicht ab? Er hält seine Kräfte zurück. Und ich denke, das ist wegen seiner Begleiterin. Wie kommst du denn darauf? Ein Dorfbewohner meinte, die beiden seien getrennt worden. Wenn die Valuta die Frau haben, wird der Dominus nichts tun, was sie in Gefahr bringen könnte. Wer er auch ist, er handelt mit Sinn und Verstand. Noch dazu achtsam. Er will nicht gefunden werden. Könnte Ärger bedeuten. Für uns und die Valuta. Aber übermüdet und auf leeren Magen lässt sich Ärger noch schwerer verdauen. Auf uns warten sicher schon zwei kuschelige Betten. Gehen wir. PlayStation.